All Stations. Herzlich willkommen hier bei Maibo TV. Ich habe in einem Selbstversuch gestartet, meine SRC und UBI-Funkschein zu machen. Wenn euch das interessiert, schaut euch das an. Wie fängt man jetzt eigentlich an? Also ich bin über YouTube und die ersten Seefunktexte, die ich mir angeschaut habe, auf die Firma Segeln AG gekommen. Schöne Grüße an den Alex, der diese ganze Geschichte betreibt. Auf dieser Seite findet ihr alle Kurse rund um den Wassersport, also noch viele, viele andere. Könnt ihr euch mal durchstöbern und vielleicht braucht ihr noch irgendein Zertifikat. Ich bin dann auf das SRC und UBI Kombi-Paket gestoßen. Ja, und ich habe dann kurzerhand mal Alex angefragt und gesagt, pass auf, ich würde gerne in einem Selbstversuch diese ganze Geschichte mal in einem Video bei YouTube veröffentlichen. Und Alex hat dann gesagt, pass auf, klar, gerne, ich schicke dir mal einen Zugangscode, deswegen müssen wir auch oben Werbung einblenden, denn ich habe dafür nichts bezahlt. Für euch kostet diese Kombination, wie gesagt, 59,90, wenn ihr das machen wollt, und ihr könnt dann ganze 8 Wochen damit lernen. Aber Achtung, das ist der einzige kleine Minuspunkt, ihr müsst dann auf Kündigen klicken, denn nach 8 Wochen verlängert sich das immer um einen Monat und das kostet dann 19,90 € im Monat. Ich sage jetzt mal aber ganz ehrlich, 8 Wochen, dann solltet ihr mit diesen Geschichten durch sein. Braucht ihr für sowas länger, habt ihr meistens das von Anfang wieder vergessen. Ich kann diesen Kurs empfehlen, es ist alles drin, was ihr braucht. Alle Anmeldeprotokolle und so weiter. Schaut euch auch gerne mal die Videos von Segeln AG bei YouTube an. Ich habe da viel mitgenommen, auch in anderen Hinsichten. Und ja, ich habe dann also angefangen zu lernen. I repeat, 53 degrees to 2 minutes north, 003 degrees to 5 minutes east. Ich wollte euch das ja so authentisch wie möglich zeigen. Und meine Frau hat mich ab und zu mal heimlich von zu Hause gefilmt. Deswegen ist die Qualität hier auch etwas schlechter. Und ich erzähle auch, oder beziehungsweise die Funksprüche habe ich relativ schnell abgehalftert, weil ich eben nicht immer tausendmal dieses Callsign. Es ging mir um die Abläufe und nicht um diese Kleinigkeiten am Anfang. Das ist eigentlich ein bisschen zu schnell. Ihr seht, ja, ich saß zu Hause im Büro. Ich habe überall, wo ich irgendwie ein bisschen Zeit hatte, habe ich mir die ganzen Geschichten angeguckt. Ihr seht auch die ganzen Unterlagen auf dem Tisch. Und dass ich manchmal schon ein bisschen, ja, fertig war. Die Person ist gerettet worden und bitte informieren Sie Schiffer, dass die Notsituation beendet ist. Da es ein Mayday war, würde ich jetzt anfangen mit Mayday. This is Wasserflow. Dadurch, dass das Ganze browserbasiert ist, könnt ihr halt überall lernen. Ich bin jetzt zum Beispiel bei mir im Büro und habe mal ein bisschen Zeit gehabt und habe mir den Stoff nochmal angeguckt. Hier konnte ich auch einfach alleine besser lernen. Das ist ja oft so, dass man ein bisschen Ruhe braucht für sowas. 0, 1, 2 degrees, 0, 3 minutes east. 2, 1, 1, 0 UTC. Ihr müsst jetzt zum Beispiel 27 dieser Texte, das ist jetzt Seefunktext Nummer 5, ins Deutsche übersetzen und einen von den 27 kriegt ihr als Deutsch und müsst ihr ins Englische übersetzen. Person overboard in position. Also Person über Bord in Position 54 Grad Nord, 12 Minuten Nord, 12 Grad 3 Minuten Ost, um 21.10 Uhr UTC. Ships in vicinity are requested to keep sharp lookout and report to Maritime Rescue Coordination Center Bremen. Schiffe in der Nähe werden gebeten, scharf Ausschau zu halten und Bremen Rescue oder Maritime Rescue Coordination Center, also Bremen Rescue, zu informieren. Ich musste natürlich auch erstmal wieder so ein paar Sachen irgendwie wissen, der war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber das sind auch mal so Sachen bei, so, ich habe das letztes Mal schon zu einem Kollegen an so einem Tisch gesagt, Gale Warning. Also heißt in dem Fall Sturmwarnung. Ich würde ja wahrscheinlich von Deutsch ins Englische nie Gale Warning sagen. Das wäre wahrscheinlich ein Storm Warning oder so. Aber es, in dem Fall ist Gale Warning eine Sturmwarnung. Also man muss schon so ein paar Vokabel hier auch lernen. Du kannst nicht einfach sagen, okay, ich kann Englisch relativ gut oder habe in der Schule ein bisschen aufgepasst und kann eigentlich den Kram so verstehen. Das soll ja schon inhaltlich gut übersetzt werden. Also wenn ihr da jetzt mal einen so ein... Also mir wurde gesagt, wenn man da jetzt mal ein Wort grammatisch weglässt, ist das nicht ganz so schlimm. Hauptsache, der Inhalt dieser Meldung stimmt. Komischerweise, auch wenn das jetzt dumm klingt, mir fällt es gar nicht schwer. Englische Texte ins Deutsche zu übersetzen, fällt mir nicht schwer. Da verstehe ich immer sofort den Inhalt und kann das so wiedergeben. Aber manchmal deutsche Texte ins Englische zu übersetzen, damit hatte ich doch irgendwie so ein bisschen Probleme. Ich kann euch sagen, wenn du diese 27 Seefunktexte, die ihr ein, zwei Tage lang hintereinander anguckst,
kannst du die Dinger schon fast im Schlaf. Also das ist nicht ganz so schlimm. Also ich kann euch sagen, ich habe mir das Ganze ein bisschen einfacher vorgestellt. Also man denkt ja immer, man kommt so locker da durch, ne? Zwischen so ein bisschen, ich gucke mir mal so einen Kurs an. Das ist ja so eine Fortbildung, so ein paar Stunden. Aber das ist schon nicht ohne, was man alles so wissen muss. Am Ende dieses Videos habe ich beide Scheine hoffentlich in der Tasche. Also ich war dann nachher irgendwie gefühlt jeden Tag morgens und abends länger im Büro oder bin extra nochmal zum Laden gefahren, weil man hat eben mehr Ruhe. Gerade das Sprechverfahren, was man üben muss, diese Praxis, das ist zu Hause schwierig, wenn man dann irgendwie im Wohnzimmer an einem Rechner sitzt und der Partner vielleicht gerade Fernsehen schaut oder auch andersrum, man ist dann irgendwie immer gestört und so weiter. Ich kann euch empfehlen, sucht euch einen Raum und macht das ganz allein oder mit jemandem, der auch diese Prüfung gerade machen will. Textaufgaben und so weiter, das kann man gut zu Hause lernen am Rechner, am App und so weiter. Aber sprechen habe ich immer alleine gemacht. Okay. Bevor du die Sprechfunkmeldung abgibst. Das sind so Sachen, die man sich echt schwer merken kann. Ne? Also man muss sich immer so Eselsbrücken bauen, um diese Sachen zu lernen. Dringlichkeit und Sicherheitsmeldung werden bei einem, also immer mit einem DSC ausgesendet. Es sei denn, es steht in der Prüfung. Denn da steht zum Beispiel, machen Sie einen Notalarm, dann musst du den DSC auslösen. Wenn aber steht, machen Sie eine Notmeldung, dann musst du eben nicht den DSC auslösen. Dann machst du nur die Meldung, nur das Blabla. Schon ein bisschen tricky. Aber es wird alles erklärt. Bevor ich den Kurs von Alex besucht habe, also Segeln AG, hatte ich mir irgendwann mal das Programm SRC Tortur 5 gekauft, also runtergeladen, gekauft bei Amazon, um einfach mal die Funkgeräte kennenzulernen. Im Nachhinein muss ich sagen, war eigentlich Quatsch, weil die Funkgeräte sind selbsterklärend und ihr braucht von diesen ganzen Menüstrukturen meistens sowieso nur die DSC-Einstellungen und den Distress selber. Den Rest interessiert euch eigentlich nicht. Und diese paar Sachen, die ihr an diesem Funkgerät wissen müsst, ja, die könnt ihr wirklich so lernen aus Videos, wie sie auch bei Segeln AG gezeigt werden. Ihr braucht nicht dringend an diesem Funkgerät schon mal gewesen zu sein. Es ist auch so, dass in der Prüfung, ihr könnt einfach sagen, pass auf, ich sitze hier an meinem Funkgerät, das kenne ich noch gar nicht. Weil es kann natürlich sein, dass ihr jetzt nicht dieses ICOM M423 habt, sondern das M330 oder vielleicht noch die älteren M503, das sind etwas ältere Geräte. Und ihr könnt das begründen. Ja, ich muss ganz kurz erstmal gucken, wie das hier mit dem Menü ist. Und da darf oder wird auch kein Prüfer etwas zu sagen, denn ihr könnt es begründen, warum. Wenn ihr ein Schiff chartert im Ausland oder irgendwo, dann wisst ihr auch nicht, welche Funkgeräte da drauf sind. Da können Lawrence, Raymarine Funkgeräte drauf sein. Und in dem Fall müsst ihr euch sowieso immer erstmal mit diesem Funkgerät auseinandersetzen. Von daher wird der Prüfer euch nicht aufgrund, dass ihr jetzt 30 Sekunden länger schaut, wo diese Einstellungen sind, durchfallen lassen. Ja, Leute, ich bin heute sogar nochmal ins Büro gegangen, weil ich die Abläufe des Funkens, also die Kommunikation, das Sprechverfahren selber, einfach ab und zu durcheinander kriege. Und ich habe mir die Übungsaufgaben aufgemacht, habe die jetzt sozusagen immer laufen lassen, die ersten Sekunden, habe dann Stopp gedrückt in dem Video und habe dann meine Antwort, also die Prüfungsaufgaben habe ich dann selber beantwortet, nach diesem Schema dann hier logischerweise. Ne? Ihr seht, ich bin sogar abends hier nochmal ins Büro gefahren, weil zu Hause kannst du das nicht machen, da guckt die Frau Fernseher und dann quatscht er ja auch die ganze Zeit und man selber hört immer mit einem Ohr da auch Fernseh zu. Das ist scheiße. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas in Ruhe zu pauken, weil ihr da ja wie gesagt auch sprechen bei müsst, empfehle ich euch irgendwo, euch in den Keller oder in die Garage oder vielleicht sogar ins Boot zu setzen. Ich habe das Glückliche, dass ich hier noch ins Büro kann. Weiter geht's, würde ich sagen, weiter geht's. Schon an die Reihenfolge. Aber seht ihr, so eine typische Aufgabe, ein Mayday-Alarm, wie der abzulaufen hat. Und es gibt nichts Schlimmeres, sich einzuprägen, wie so ein Ablauf einzuhalten ist. Jetzt habe ich ja gesagt, man muss nicht unbedingt ein Funkgerät haben, mit dem man üben kann. Ich habe zum Beispiel hier auf dem iPhone eine Sprachmemo-App, die gehört da so einfach drauf. Damit kann man sich so Sprachmemos wie früher mit so einem, na, hier mit so einer Kassette drin. Vielleicht kennt das noch jemand. Und da kann man sich dann die Aufgabe aufmachen und die Aufgabe, die dort gestellt wird, kann man dann sozusagen als Mayday in sein Telefon sprechen, als Aufzeichnung. Und dann kann man sich das anhören. 008 degrees 09 minutes east. I repeat, in position 53 degrees 25 minutes north 008 degrees.
Ich fand es eigentlich ganz gut, weil ich konnte so jetzt vorher diese Geschichte aufnehmen. Also ich habe mir gesagt, natürlich, was ich zu machen habe, was ich mache, habe ich mir aufgeschrieben. Ich habe auf den Zettel geschrieben, in dem Fall jetzt, ja, was ich machen muss, ich muss die Funke einschalten, ich muss den Kanal 16 machen, ich muss 25 Watt einschalten, weil ich einen Mayday sende. Ich muss die Rauschunterdrückung testen, ich muss den DSC auslösen mit dem Distress MOB, also Man Overboard, also Mann über Bord, das hat man sich schon gemerkt, das ist so im Funkgerät gespeichert, MOB. Und dann kommt die Meldung, habe ich erst hier geschrieben und dachte ich mir, schlau ist doch das eigentlich in so ein Telefon reinzutippern. Ja, und das ist eigentlich eine ganz geile Geschichte. Und so kann man dann, wenn man dieses aufgenommen hat, die Lösung anzeigen und dann guckt ihr, ob ihr genau das so richtig gemacht habt. Für mich eigentlich eine ganz gute Lösung, so zu arbeiten. Ich glaube, das SRC, ich gehe zu 95% aus, dass ich das bestehe. Aber Ubi, obwohl es das leichtere Funkzeugnis ist, da hänge ich noch ein bisschen hinterher. Gucken, ob ich das alles bis Samstag schaffe, ey. Es wäre echt ärgerlich, wenn ich den Ubi am Samstag nicht kriege. Oder wenn ich gar keinen am Samstag kriege, das wäre der Hammer. Also dann, das wäre richtig kacke. Also ging es weiter. Lernen, üben, sprechen, lernen, Kaffee trinken, Foto anschauen, lernen, sprechen, üben. Heute ist Logbuchtag, ein Tag vor Prüfung. Morgen früh um 11 Uhr ist es soweit. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich denke zu viel nach. Aber ich zeige euch jetzt mal, wie jetzt zum Beispiel eine Aufgabe aussehen würde. Ich spreche die jetzt einfach, denn wer sich damit beschäftigt, weiß, wie diese Aufgaben gestellt sind. Und ich hoffe, dass ich diese Meldung jetzt nach dieser Karte richtig mache. Stopp! Ihr wundert euch jetzt bestimmt, warum Funkgerät auf dem Tisch steht. Das war ja die ganze Zeit nicht dabei. Ja, stimmt. Zwei Tage vor Prüfung habe ich von Raymarine ein Funkgerät geschickt bekommen, was sowieso auf dem Weg zu mir war. Denn ich wollte über dieses Funkgerät nochmal einen speziellen Test machen nach meinem Funkschein. Aber das kam jetzt natürlich zwei Tage vor Prüfung an. War für mich natürlich mega. Ich konnte das noch so ein bisschen in die Übungsaufgaben mit reinnehmen. Nichtsdestotrotz sehen die Geräte ganz anders aus als die iCom. Dazu machen wir mal ein spezielles Video. Also lasst euch davon jetzt nicht auseinanderbringen. Das hat mich jetzt nicht verholfen, die Texte besser zu lernen. Ich habe hier ein Funkgerät bzw. eine Handmuschel und ein Funkgerät, was hier ohne Antenne ist. Und ich drücke natürlich auch nicht die Sendetaste. Also, wir haben hier eine Aufgabe bekommen. Ich bin mit meiner Segeljacht unterwegs und habe auf einer Position einen 40-Fuß-Container, mehrere weiß gestrichene 40-Fuß-Container gesichtet. Ein Container trägt die Aufschrift One, also 1. Schiffe in diesem Gebiet werden gebeten, vorsichtig zu navigieren. Leiten Sie den notwendigen Funkverkehr ein, um die umliegende Schifffahrt zu warnen. Das wäre jetzt eine Sicherheitsmeldung, denn den betrifft die Sicherheit anderer Schiffe. Das heißt, ich würde einen DSC-Call auslösen. Das sieht dann so aus. DSC-Call. Wir wollen alle Schiffe ancallen und es ist eine Sicherheitsmeldung, also ein Safety Call. Natürlich jetzt aus 16, ich mache das jetzt nicht, weil er sendet dann diesen Sicherheitscall aus, obwohl es gar keine Antenne dran, können wir jetzt einfach machen. Das Gerät sendet jetzt einen All Ships Call an alle und jetzt wäre die Verbindung. Jetzt könnte ich funken, ich gehe mal raus, lass das so. So, ich habe jetzt alle Schiffe per DSC erreicht auf Kanal 16, eine Sicherheitsmeldung, die ich theoretisch auf Kanal 13 vorführen, weil nicht alle DSC haben und wir Kanal 16 freihalten. Also versuche ich das mal. Für alle wird es jetzt wahrscheinlich so aussehen, als würde ich den Text ablesen. Das ist aber nicht der Fall, denn es gibt nur eine gestellte Aufgabe, in der natürlich Inhalte sind, wie welches Schiff und was ist passiert und auf welcher Position. Aber die Funkmeldung selber kommt direkt aus meinem Kopf und ist nicht abgelesen. Und das ist das, was ich meine. Man muss das wirklich üben, um das in der Reihenfolge so abzurudern. Security, Security, Security. All stations, all stations, all stations. This is Easy Rider. Easy Rider, Easy Rider. Call sign Delta Delta 5577. MMSI 211903870. Safety message on channel 13. I repeat, channel 1-3. Jetzt habe ich denen mitgeteilt, dass wir eine Sicherheitsmeldung auf Kanal 13 auswerfen. Jetzt können Leute, die eben diesen DSC-Call auf 16 nicht haben, auf Kanal 13 gehen. Jetzt sind wir auf Kanal 13 und jetzt müssen wir diese Sicherheitsmeldung noch abgeben. Security, Security, Security. All stations, all stations, all stations. This is Easy Rider, Easy Rider. Easy Rider, Call Sign Delta Delta 5577, MMSI 211903870.
in position 55 degrees 12 minutes north 006 degrees 32 minutes east. I repeat 55 degrees 12 minutes north 006 degrees 32 minutes east. I observed several drifting 40 feet containers, white painted. One container marked with 1. I repeat, 1. Ships in this area are requested to navigate with caution. Out. Ich glaube, die Meldung habe ich perfekt abgegeben. Jetzt gucken wir uns die Lösung an. Security all stations, this is Easy Rider. Safety message on Kanal 13. Habe ich gemacht. Ich habe sogar nochmal wiederholt. Hätte ich wahrscheinlich nicht machen müssen. Kanal 13 wird eingeschaltet. Ich habe Security, all stations rufen. Ich habe, das ist Easy Rider, Easy Rider. In position habe ich zweimal wiederholt. I observed several drifting 40 feet containers, white painted, one container marked with 1. Habe ich doppelt, verschiedene Ships in area, are requested to navigate with caution. End of message. Okay, ich habe out gesagt. Damit ist eigentlich eine Message auch Ende. Habe ich geschafft. Aber Leute, alle, die jetzt dieses Video sehen und die jetzt einen Funkschein haben, wissen, wo ich mich schon durchgequält habe. Und alle, die jetzt keinen Funkschein haben und denken, Alter, was hast du denn da gerade abgeliefert? Es ist wirklich Übungssache. Ihr müsst echt üben. Ja, ihr seht, ich sitze schon wieder morgens im Büro, draußen ist hell. Hab jetzt noch mal eine halbe Stunde Zeit. Ihr seht, so gut geschlafen habe ich nicht. Aber es soll ja hier alles authentisch sein. Und geil ist, ich kann hier einfach weiterlernen. Ne? Also was ich eben auf letztes Mal nicht gesagt hatte, ihr braucht für die Kurse da von Segeln AG auch keine Software oder so. Ne? Das funktioniert alles im Browser. Das finde ich eigentlich persönlich ganz geil. Ihr könnt das am iPhone machen, ihr könnt das an eurem Samsung-Phone machen, whatever. Ihr könnt das im Browser machen, egal ob Mac oder Windows. Von daher, egal an welchem Platz ihr seid, ihr könnt überall mal eine Stunde in diese Kurse gucken und euch mal wieder die Übungsaufgaben angucken. Und ich habe immer noch Probleme, mir diese Sprechfunktafel zu merken, das ist irgendwie, weiß ich nicht, also Pan vergesse ich dann mal und dann sage ich einfach nur All Stations oder ich weiß dann nach dem Anruf sozusagen die Meldung, bin ich mir manchmal unsicher, was ich da sagen soll und Zum Schluss habe ich nochmal geschaut, ob ich eigentlich alles completed habe, habe ich im Kurs nicht, weil ich nicht überall auf den Haken gedrückt habe, aber ich habe soweit alles durch und es kann morgen früh zur Prüfung gehen. Etwas aufgeregt bin ich, aber mal sehen. So Leute, bisschen verschlafen, geht's jetzt ab in den Prüfungsausschuss. A few moments later. Ja, ihr Lieben, gerade direkt jetzt nach etwa, was sagt die Uhrzeit? 12.30 Uhr, 1,5 Stunden SRC und UBI-Prüfung erfolgreich bestanden. Mann, fällt mir da ein Stein vom Herzen. Richtig cool. Ja, ich sag's euch nur, ihr könnt das auch, ihr schafft das auch. 3 days later. Ihr habt gesehen, ich habe zwischendurch echt gezweifelt, ob ich das packe. Und ich habe zwischendurch auch wirklich geflucht. Das ist nicht alles auf den Videos. Mann, wie Gott, wie sehe ich denn heute Morgen aus? Ihr müsst entschuldigen, ich wurde heute Morgen vom Schnee überrascht. Beziehungsweise, ach, jetzt lasse ich das hier so, ey. Ja, also ihr habt gesehen, ich habe da ab und zu wirklich geflucht. Und meine Freundin hat mich auch ab und zu mal gefilmt, wie ich zu Hause gelernt habe. Fazit, ich habe beide Scheine bestanden. Ich bin durch. Und auch gut durchgekommen und ich muss sagen, diese Angst, die ich hatte, ich weiß, das haben auch schon viele in den Foren gesagt und auch in so Kursen, diese Angst, dass die Prüfer da jetzt so total fies sind, so war es nicht. Also die sind eben pro Schüler eingestellt, das ist so, kann ich wirklich bestätigen. Ich hatte auch irgendwie in der Meldung, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ich war in der Prüfung alleine, also mit mir waren noch zwei andere da, Papa und Sohn. Und die haben den Kurs dann zusammen, also die Theorie haben wir alle auf den Zetteln zusammen in dem Raum gemacht. Und dann die praktische Prüfung haben die beiden natürlich an zwei Funkgeräten gemacht. Ich musste dann rausgehen. Und ich bin dann alleine wieder zurück in den Raum und habe schon gedacht, auweia, ich alleine, zwei Prüfer und ich alleine am Funkgerät. Ich weiß genau, wie das abläuft. Da werden die sich erstmal jetzt richtig schön Zeit nehmen und gucken, ob ich das alles drauf habe, weil es drängt ja keiner mehr. Es ist ja keiner mehr da, außer ich. Aber im Endeffekt war es für mich als Vorteil, denn die waren beide super nett und auch mit mir entspannt und ich habe dann einfach, die haben dann ganz anders geprüft. Die haben einfach gefragt, Mensch, was würdest du jetzt machen? Hier, guck mal die Karteikarte, die ich hier hingelegt habe, das bist du, was würdest du jetzt machen? Und dann habe ich kurz gesagt, ja, ich würde jetzt einen DSC-Call auslösen, ja, mach das doch mal. So, ja, okay, ja, richtig, ja, mach mal.
So, also die haben mich schon bestätigt, immer in dem, was ich da gerade vorhatte. Dann habe ich das gemacht. Ja, super, klasse. Fazit ist, ja, ich habe gekämpft und ich habe wirklich auch, muss ich mal wieder sagen, ich habe gedacht, ich stecke das mal eben so kurz in die Tasche. Ach, so ein kleines Funkzeugnis, das wird ja nicht so schwer sein. Aber ich habe doch mich ab und zu wirklich schwer getan. Das muss ich einfach zugeben, gerade, wie gesagt, diese Übersetzung. Ja, ich habe es auch, muss ich sagen, in einer amtlichen Zeit durchgezogen. Ich habe am 9.11. sozusagen mit diesem ganzen Kram erst angefangen und am 19.11. war Prüfung. Ich habe also 10 Tage durchgehend für diese Geschichte gelernt, habe mich abends halt immer mal ein, vielleicht sogar 2 oder 3 Stunden damit beschäftigt, habe mir den Kurs immer wieder von vorne angeschaut, beziehungsweise die essentiellen Sachen und habe gleichzeitig, das muss ich auch sagen, mit der Seite von Segeln AG die Multiple-Choice-Fragen gelernt, sondern ich habe vorab schon eine App gehabt, mit der ich ganz früher schon SPF See und SPF Bin geübt habe und dort konnte man auch SRC und UBI freischalten. Ansonsten gibt es keine gute App, mit der man zum Beispiel diese Funkroutine lernen kann. Es gibt es nicht. Der Kurs von Alex Segeln AG ist schon sehr gut gemacht, weil es halt Videos sind, die ihr immer wieder zwischendurch anhalten könnt. Lange Rede, kurzer Sinn, ich kann euch nur motivieren, das zu machen. Es ist eine coole Geschichte und wenn man das hat und dann habt ihr ein Funkgerät an Bord, hat das wirklich sehr viele Vorteile, gerade wenn ihr in Ostsee, Nordsee oder in Küstennähe wirklich mal etwas an Bord habt, könnt ihr andere Schiffe rufen, ihr könnt kommunizieren, ihr könnt einfach Wetterwarnung mithören. Es ist von Vorteil. Und haben es besser brauchen. Und ihr braucht ja auch alle jetzt für den Winter ein Projekt. Ihr habt ja jetzt Zeit. Peter, schöne Grüße. Im Winter hat er ja immer Geld über, weil da muss er nicht tanken. Ja, hat er auch recht. Wenn der V8 nicht getankt werden muss, kann man das irgendwo anders einsetzen. Also, es macht Spaß und ich kann euch sagen, wenn man rausgeht und so eine Prüfung mal wieder bestanden hat, dann fühlt man sich auch mal wieder richtig gut, dass man etwas geschafft hat. Bis dahin, alles Gute, haltet die Ohren steif und wenn ihr Lust habt, fragt mich was. Ich antworte immer gern. Bis bald, euer Sascha. Tschüss.